Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist wieder richtig früh. Mittwoch. Oder Mittwoch? Ja, genau, Mittwoch. Bin aufgestanden, habe echt viele Nachrichten gelesen, wurde eins auch markiert. Und zwar gibt es jetzt nähere Informationen zu den Legendären oder zu den Gästen der Legendären. Oder zumindest zu Zapdos und Lavados. Und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, wann die kommen und wie lange die bleiben. Wir haben ja spekuliert, ob Lugia und Arctos am Anfang nur diese 48 Stunden bleiben. Und dann, wo das Event verlängert wurde, ob sie dann nach dem Event wieder verschwinden. Jetzt wissen wir es. Moment, ich muss mal kurz schauen. Der Link ist natürlich wieder unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr das selber abchecken. Das ist offiziell von Niantic. Und zwar, Arctos bleibt vom 22. Juli bis zum 31. Juli. Also bis Montag. Danach kommt als zweites Lavados. Und der bleibt vom Juli. Das ist ein bisschen verwirrend, weil da steht, dass Arctos inklusive Montag noch da ist und Lavados dann ab Montag da ist. Sprich, die müssten sich überlappen an dem einen Tag. Aber keine Ahnung, schauen wir mal. Auf jeden Fall Lavados von Montag, 31. Juli bis zum 7. August. Genau eine Woche. Das ist auch ein Montag dann. Und als letztes natürlich, weil die Game immer als letztes kommen, Zapdos, Team Instinct, Montag, 7. August. Bis Montag, 14. August. Das heißt, die nächsten 2,5 Wochen gibt es jetzt noch die legendären Vögel. So lange werden Arctos, Lavados und Zapdos bleiben. Was mit Lugia ist, steht da nicht genau. Der wird, man nimmt es an, die ganze Zeit bleiben, während die Vögel da sind. Aber ich habe auch Gerüchte gehört, dass ja in Japan dieses eine Outbreak Japan Event ist, mit den ganzen Pikachus und irgendeinem Stadium oder so. Und da soll anscheinend dann Ho-Oh kommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann dieses Event ist. Moment, ich glaube, ich google das mal. Ah, ne, ich google das nicht. Passt schon. Aber auf jeden Fall, dieses Event soll demnächst kommen. Auch irgendwann im August. Und da soll dann Ho-Oh kommen. Und ich denke mal, das ist die erste Welle der Legendären. Und das sollte auch erstmal reichen. Also, die fünf Vögel. Beziehungsweise vier sind garantiert. Und der fünfte wird spekuliert noch. Aber ich denke, danach gibt es erstmal eine kleine Pause, eine Erholphase. Und auf jeden Fall nicht alles vollstopfen. Weil die Legendären sind jetzt eh schon voll ausgelutscht. Richtig voll overused, sag ich mal. Zumindest für. Das ist das Krasse. Für die eine Hälfte ist es schon voll ausgelutscht und die andere Hälfte hat immer noch Probleme, überhaupt einen zu besiegen, überhaupt genug Leute zu bekommen. Was halt echt krass ist, dieser Unterschied. Und auch beim Event GoFest, die hatten 100% Fangrate. Größter Scheiß, den ich jemals gesehen habe oder gehört habe. Da sind Leute rumgegangen und haben die gefarmt. Die haben 100 Arctos oder so, 100 Lugias. Und noch bei Doppel-EP-Event, nicht Doppel-EP-Event, Doppel-Bonbon und Tal, gelbe Berge. Das sind 12 Bonbons pro Teil und pro Legendären, wenn man den verschickt, 14. Und die haben einfach 100 davon zum Beispiel. Das sind 1400 Bonbons, während andere nicht mal einen gefangen haben. Also größter Fail von Niantic ever, den ich jemals gesehen habe. Und ich verzeihe denen echt eine Menge. Aber das ist echt größter Bullshit, den ich je gesehen habe. Ihr Dorfspieler leidet natürlich wie immer. Aber es gibt jetzt noch andere, die leiden. Und zwar ist es jetzt August, Ende Juli, Anfang August. Sprich, Ferienzeit. Ich habe schon endlos viele Kommentare gelesen, dass ihr irgendwo hingefahren seid. Also hier in Bayern ist, glaube ich, Ende der Woche fangen die Ferien an. In anderen Bundesländern, in Österreich, glaube ich, zum Beispiel auch, haben die Ferien bereits angefangen. Und eine Menge von euch sind bereits im Urlaub. Und da haben auch schon ganz viele kommentiert, dass sie im Urlaub sind und bisher noch keine Chance hatten, Lugia oder Arctos zu fangen. Und da bleibt auch nicht mehr viel Zeit übrig. Und dann kommen auch schon die nächsten. Und dann werden noch mehr Leute im Urlaub sein und möglicherweise die Chance nicht bekommen, die Lavados oder Zapdos zu bekommen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich denke auch nicht, dass es echt so optimal gemacht ist, wie das jetzt so geregelt ist. Aber also klingt echt eher leidend. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr irgendwo hinfahrt während den Ferien oder bereits irgendwo weggefahren seid und die ersten zwei verpasst habt. Oder halt jetzt dann wegfährt und Zapdos und Lavados verpassen werdet. Und natürlich, was ihr davon haltet. Wir wissen nicht, ob die irgendwann wiederkommen. Also ich nehme mal an, dass die irgendwann wiederkommen natürlich. Man kann die immer irgendwie freischalten zu besonderen Events. Keine Ahnung, sagen wir jetzt Weihnachten, Weihnachtsevent, was weiß ich, Doppel-EP, 6 Stunden Logmodule und die Woche wird Arctos auf geil geschaltet oder sowas. Also sowas kann ich mir vorstellen, dass die dann ab und zu bei besonderen Sachen immer wieder freigeschaltet werden. Deswegen glaube ich echt nicht, dass die für immer dann weg sind nach dieser Zeitperiode. Aber das war's erstmal. Wetter ist richtig tot. Keine Ahnung, ob ich heute noch spielen kann oder werde oder will. Falls ja, seht ihr morgen auf jeden Fall ein Video darüber. Aber kurz zusammengefasst, Arctos
bleibt nur noch bis Montag. Danach kommt Lavados, der bleibt eine Woche. Dann kommt Zapdos, der bleibt eine Woche. Über Lugia wissen wir nicht, wie lange der bleibt. Es wird gemunkelt, dass er bis Outbreak Japan bleibt. Und dann kommt Ho-Oh. Das war's erstmal. Und dann, Niantic hat richtig gefällt, meiner Meinung nach, mit den Legendären bisher. Gefällt mir überhaupt nicht, wie die das organisiert, verteilt, geplant haben. Aber schreibt unten in die Kommentare, was ihr bisher von den Legendären haltet. Findet ihr es gut, wie die es geregelt haben oder eher nicht? Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.